Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, heute habe ich mal wieder einen Vlog für euch und da ich so dumm war und letzte Woche leider keine Begrüßung aufgenommen habe, muss ich das jetzt so machen, aber nur damit ihr es wisst, der Vlog startet letzte Woche und direkt am Montag, also ich hoffe ihr genießt es und viel Spaß mit dem Video. So Leute, ich bin hier gerade bei Lidl. Und hier gibt es gerade Lego und zwar zu relativ okayen Preisen. Hier gibt es Polybags, was weiß ich. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt durch die Maske. Und ja, ich glaube, ich nehme ein paar Polybags mit, weil die einfach 1 Euro billiger sind. Ist doch geil. Ja, mal gucken, ich zeige euch draußen wieder, welche ich kaufe. Okay, wir sind jetzt wieder draußen, es regnet gerade schön. Ich habe mir 2 City Polybags gekauft, danke nochmal an den Tipp. Den habe ich von Instagram bekommen. Wenn du das siehst an der Stelle, vielen Dank. Was hast du gekauft? Na, ich habe ein paar Energies und das Lego, den Jaguar Set gekauft. Da bin ich nicht so ein krasser Fan von Lego, aber man muss mal ein bisschen sparen hier. Ja, auf jeden Fall. Nee, war ein gutes Angebot. Was zu trinken habe ich auch mitgenommen. Geht und alle jetzt zu Lidl. Und jetzt müssen wir durch Regen laufen. Ja, durch Regen laufen und uns ein bisschen beeilen. Oh, schöner Blitz. Okay, bis später, ciao. So Leute, wir haben uns durch den Regen gekämpft. Alles ist nass. Polybags sind auch richtig nass. Boah, mach mal kurz ein bisschen leiser. Und jetzt gucken wir John Wick 3. Im letzten Vlog habe ich euch gezeigt, dass ich John Wick 2 gucke. Jetzt gucken wir Teil 3 und ja. Das ist halt geil, er guckt alles auf der PS4. Also ich überlege mir auch irgendwie eine PS4 zu holen. Gerade für die neuen Lego Games. Wär schon ganz cool. Ja, bis später, Leute. Ja, hey Leute, ich sitze hier in meinem Lego-Studio, es ist Sonntag, eigentlich müsste heute der Vlog von dieser Woche rauskommen, aber diese Woche ist ehrlich gesagt nicht so viel passiert. Wie ihr bestimmt jetzt schon wisst, weil ich es auch im letzten Mock-Video gesagt habe, ich war krank, ich fühle mich ehrlich gesagt immer noch nicht so besonders. Und deswegen kommen gerade weniger Videos und der Vlog hat auch so ein bisschen Pause gemacht. Ich hab mich jetzt dazu entschieden, es so zu machen, dass ich einfach den Vlog von dieser Woche und letzter Woche in einen zusammenfasse, weil ehrlich gesagt war das, was ihr jetzt gesehen habt, bevor ich jetzt angefangen habe zu reden, das Einzige, was ich gefilmt habe und ab Dienstag ging es mir dann scheiße und ich habe einfach nichts mehr gefilmt. Ist ein bisschen blöd, aber was soll man machen? Jeder wird mal krank. Ja, also dazu habe ich mich entschieden, so, ja, kurze Zusammenfassung, was habe ich diese Woche so gemacht? Also eigentlich denke ich mal, es ist nicht so viel Spannendes passiert, ich lag halt relativ viel im Bett. Ich habe noch ein paar Sachen erledigt. Ich war auch mit ein paar Freunden unterwegs, mal ab und zu. Und dann habe ich auch noch 2 ganz nette Sachen bekommen. Und zwar, ja, weil ich Lego-Fan bin, einmal so ein tolles Lego-Ideenbuch. Ich glaube mit 365 Ideen. Wirklich schönes Buch. Werde ich auf jeden Fall mal genauer reingucken. Vielleicht kommt dazu auch mal ein Video. Und einmal ganz lustig eine Dose von einem Lego-Kopf. Fand ich cool. Habe ich schon mal so in der Art gesehen, aber der ist wirklich gigantisch. Der Lego-Kopf ist fast so groß wie mein eigener Kopf. Ja, wirklich coole Geschenke und ja, aber ansonsten, achso, eine Sache habe ich noch bestellt auf Amazon, ein Set, was jetzt auch bald EOL gehen sollte und bevor es jetzt teurer wird, habe ich dann doch endlich zugeschlagen, werdet ihr dann sehen, wenn es ankommt, vielleicht seht ihr es noch in diesem Vlog, vielleicht auch nicht, mal gucken, ist so immer mit den Lieferzeiten bei Amazon, immer unterschiedlich, aber naja. Jetzt geht's erstmal weiter, heute ist Sonntag, morgen beginnt dann quasi eine neue Woche und ich fahre dann auch in den Urlaub für ein paar Tage, was das Ganze mit dem Videodrehen wieder schwieriger macht, aber mal gucken, ich denke mal schon, dass ich da ein bisschen was machen werde, weil ganz ohne Videos fühle ich mich dann auch nicht wohl. Ja, mal gucken, das ist quasi also so eine kleine Unterbrechung und wir sehen uns dann morgen wieder, also sage ich jetzt erstmal tschüss, bis dahin. So, ich bin hier jetzt gerade am Packen, es ist Montag und ja, ich fahre in Urlaub
Und deswegen packe ich jetzt meinen Koffer. Ich nehme ja auch immer Lego mit. Lego muss immer mit dabei sein. Ja, ist auch wieder ein bisschen blöd mit Urlaub und Videos, aber ich versuche trotzdem ein paar Videos rauszubringen. Ich habe mir schon einen PC, einen Laptop organisiert, wo ich dann ein bisschen drauf schneiden kann. Ich denke mal, das wird ganz cool. Das kann sein halt, dass die Location dann ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, nie so geil ist, aber das wird schon. Und ja, ich muss jetzt erstmal weiter packen und ich melde mich später nochmal bei euch. Ja, bis denn. So, ich bin jetzt hier in meinem Schuppen wieder, weil ich muss jetzt die Softboxen einpacken. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie eingepackt, seitdem ich die bekommen habe. Die werde ich jetzt einpacken müssen, weil ich die auch mitnehme, genauso wie das Stativ. War gestern echt schöne Bau-Action beim Mock. Das Video, das habt ihr dann ja auch schon gesehen, das kommt am Mittwoch rauf. Das habe ich quasi heute schon hochgeladen. Im Voraus, damit es dann halt auch pünktlich Mittwoch 15 Uhr rauskommt, beziehungsweise rausgekommen ist. Ihr wisst, was ich meine. Ja, was sieht schon. Finde ich schon schön. Natürlich noch lange nicht fertig, aber das ist schon echt cooles Mock. Und tatsächlich auch mein erstes so großes. Naja, egal. Ich werde jetzt erstmal die Softboxen Stativ einpacken, damit ich das alles mitnehmen kann. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn das ganze Zeug eingepackt ist. So, alles klar. Eingepackt. Und jetzt geht's ab rein. Boah, es ist windig heute. So, alles klar. Es ist jetzt Dienstagmorgen. Wir fahren gleich los. Ich habe jetzt schnell noch all den ganzen Rest zusammengepackt. Und ja, ich melde mich dann zurück, wenn wir wirklich angekommen sind. Aber das dauert jetzt noch ein bisschen. Naja, bis später. Okay, Leute. Auto, ja, das war laut. Nein, es ist jetzt Dienstag, zweiter Tag in den Ferien. Wetter wirklich beschissen, aber naja. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal zu Rossmann hier um die Ecke haben wir. Und guck mal, ob es da vielleicht sogar Lego gibt. Mal gucken. Ich suche immer noch nach guten Deals. Aber naja, später fahre ich dann noch zu Stolz. Dieses irgendwie Kaufhaus im Norden hier. Ja, da gibt es eigentlich auch immer Lego, aber ob es da gute Deals gibt, weiß ich auch nicht. Ja, werden wir sehen. So, ja, mit Rossmann war nicht so dolle. Da gab es kein Lego. Ich bin jetzt hier mal bei Stolz und gehe jetzt mal hier rein. Ich glaube, da drinnen kann man nicht so gut filmen, aber ja, ich gucke einfach mal. Vielleicht haben sie ja was Gutes da. Mal sehen. Leute, sie haben ja den neuen Katalog. Ich habe den überall gesucht. Aber jetzt ist es vermutlich zu spät, darüber ein Video zu machen. Boah, ist der fett. So, ich bin jetzt bei Rossmann, ich weiß nicht, ob man mich gut hört, aber es gibt hier doch ein paar ganz schöne Sachen und ja, mal gucken, ich werde hier was holen. So, ich war gerade nochmal bei einem anderen Stolz drin, der ist ziemlich viel größer gewesen und hat auch eine größere Auswahl, aber auch keine guten Angebote, schade. So Leute, ich bin jetzt hier gerade draußen auf unserer Terrasse oder was weiß ich, also vom Apartment. Hier so ein kleiner Balkon, der führt zwar ins Nichts, man hat nicht so die beste Aussicht,
Aber hier werde ich jetzt filmen, und zwar die Sachen, die ich gekauft habe, werde ich jetzt quasi das Haul-Video filmen. Auf dem Tisch, der ist auch geil, der Tisch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Spiegelung. Ja, ist ungewohnt für mich, so zu filmen, aber wird schon was werden. Ja, mal gucken, hoffentlich versagt das Wetter jetzt nicht und ich krieg das hin. Aber naja, das Haul-Video habt ihr dann ja auch schon gesehen. Ich weiß gerade gar nicht, das kommt dann für euch Donnerstag oder so raus. Ja, mal gucken. So Leute, ich melde mich mal wieder. Es ist jetzt Donnerstag. Nee, heute ist Freitag. Oh Gott, ich habe schon gar kein Zeitgefühl mehr. Ja, ich laufe jetzt gerade zurück zu unserem Hotel. Ich war gerade am Strand, habe viele, viele Fotos gemacht. Wirklich, wirklich schön mit Sonnenaufgang. So, gerade, wie spät ist es? 5 Uhr. 5.30 Uhr, glaube ich, ist jetzt. Und ja, mal gucken. Ich wollte vielleicht heute nochmal zu Stolz fahren. Also, das könnte euch noch ganz interessieren. Und da werde ich nochmal vermutlich mir ein paar Minifiguren, nochmal neue Lego-Kataloge holen. Ja, das ist der Plan für heute. So Leute, ich bin jetzt gerade bei Stolz nochmal gewesen, habe nochmal ein paar Minifiguren gekauft und nochmal mir neue Lego-Kataloge geben lassen, weil meine waren ja schon ziemlich kaputt. Und ja, jetzt geht's wieder ab nach Hause, also wir fahren jetzt zurück. Und ja, zu Rossmann ging es jetzt nicht mehr, aber ich denke auch, ich habe jetzt erstmal genug gekauft. So Leute, es ist jetzt Samstagabend um ca. 22 Uhr und ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich habe jetzt erstmal die ganzen Sachen, die ich gekauft habe, hier hingeschmissen. Dazu werden jetzt auch noch Videos folgen. Ich habe leider nicht geschafft, noch auf der schönen Terrasse da in unserem Hotel Videos zu drehen, weil es einfach dann durchgängig geregnet hat. Schon Mist, aber naja, was soll man machen? Und außerdem ist das Amazon-Paket in der Zeit, wo ich weg war, angekommen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal auf und dann zeige ich euch, was ich eigentlich noch für einen ganz guten Preis bestellt habe. So, sorry für die grauenhafte Beleuchtung, aber ich wollte jetzt nicht extra Softboxen aufstellen. Ich denke, das kriegen wir auch so hin. Paket ist schon ein bisschen beschädigt. Ich hoffe, der Karton innen drinne ist noch ganz. So, Karton ist offen und drin ist ta-ta-ta-ta. Ein Lego Jurassic World Set, und zwar Bryonic Face of the Treasure Hunt. Ein kürzerer Name, ist hier nicht eingefallen, aber nee, ein cooles Set, was ich noch nicht besitze und ich auf jeden Fall brauchte, einfach nur wegen dem Bryonics. Und die Serie habe ich jetzt auch geguckt, hat mir relativ gut gefallen, fand ich cool. Ist eigentlich auch ein nettes Set, habe ich, glaube ich, für um die 43 gekauft. Ist okay, aber naja, ich freue mich drüber, wird auch definitiv ein Review und Speedbuild alles folgen. Ich weiß noch nicht wann, aber das kommt definitiv, also seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich werde jetzt vermutlich heute noch einfach ein bisschen auspacken und dann mich hinlegen. Heute wird nicht mehr viel gemacht. Aber morgen wird dann gleich Videos produziert. Ich werde dann vermutlich noch ein Review zu dem, wer sagt schon, zu dem Katalog, zu dem Lego-Katalog machen, weil sich doch manche noch gewünscht haben. Es ist zwar jetzt schon nicht mehr so aktuell, das Thema, aber ich denke trotzdem, da kriege ich noch was ganz Cooles hin. Also ja, freue dich auf die Videos und ja, der Vlog kommt morgen Sonntag, also für euch heute Sonntag. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ciao. So, Leute. Es ist jetzt Sonntag und ich schneide jetzt gerade ganz entspannt den Vlog und damit wollte ich mich eigentlich nur verabschieden und mich nochmal entschuldigen für den chaotischen Vlog. Es war wirklich alles durcheinander, dadurch, dass ich krank geworden bin, 2 Wochen, was auch immer. Ich habe, wie ich gemerkt habe, gar nicht so viel von unserem Urlaub gezeigt, aber es war trotzdem sehr schön. Wir waren an der Ostsee. Es hat zwar viel geregnet, aber ansonsten ging das eigentlich alles. Und ja, damit würde ich sagen, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, wenn ihr die ganzen Sets vorgestellt haben sehen wollt.
schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch immer gerne Fragen in die Kommentare. Die werde ich dann demnächst in einem FAQ beantworten. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, damit würde ich sagen, habt noch eine schöne Woche und ciao.